Nein, Naschkatzen. Beschäftigt euch die Frage, ob man Popcorn wie im Kino auch zu Hause machen kann? Oder wollt ihr einfach nur Popcorn machen, um kleine Jungs in Gullideckel zu locken? Popcorn? Popcorn! So oder so, die Antwort darauf gibt's in diesem Video. Ich erkläre euch nämlich, ob sich die Investition in so eine semi-professionelle Popcornmaschine lohnt. So, meine lieben Freunde, ich nehme euch jetzt mit ins Reich des Popcorns und zeige euch einfach mal, wie diese Maschine hier funktioniert. Prinzipiell ist das Ding idiotensicher aufgebaut. Man kann eigentlich nicht viel kaputt machen, weil nicht viel Zubehör mitgeliefert wird. Wir haben diese beiden Löffel, womit wir perfekt portionieren können, wie viel Zucker und wie viel Popcornkörner wir in die Maschine geben. Wir haben diese kleine Kurbel, die kann man hier an der Seite anbringen und den Kessel, das Herzstück der Maschine, nach unten neigen, damit das Popcorn dann rausfällt. Wir haben noch hier diesen Einschub, damit kann man das Popcorn raus und rein machen. Das ist eigentlich ziemlich praktisch, weil dann da unten die Maschine nicht so dreckig wird und man hat es beim Saubermachen einfacher. Die Maschine kostet, also es gibt verschiedene Hersteller, die solche Maschinen machen. Die kosten in der Regel so zwischen 30 bis 80 Euro, je nach Modell. Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass an diesem Ding hier nicht gespart wird. Denn darin werden die Popcornkörner erhitzt und dort vermischt ihr das Öl mit dem Zucker. Da entsteht sozusagen die ganze Magie drin und das Ding ist eben auch ein elektrisches Teil, deshalb sollte daran nicht gespart werden. Ansonsten gibt es auf dieser gesamten Popcornmaschine nur zwei Knöpfe. Wir haben einmal hier das Licht an- und ausmachen. Wow, man sieht es halt einfach null wegen meinen Scheinwerfern. Und wir haben den zweiten Knopf und der startet nämlich die Maschine und das Erhitzen dieses Gerätes. Wenn wir jetzt Popcorn machen wollen, würde der vermeintliche Allmann natürlich zur Gebrauchsanleitung greifen, um dort nachzulesen, wie genau er sein Popcorn machen muss. Und ich kann euch sagen, diese Anleitung hier, die ist für nichts zu gebrauchen. Dort gibt es nämlich drei verschiedene Bezeichnungen für diese Löffel. Dort drin wird nämlich von TL, also Teelöffeln, von Tassen und von Ölmesslöffeln gesprochen. Yo ey, was davon, also wieso kann man denn nicht einfach diese Teile mit einem Begriff definieren? Ich meine, Tasse ist schon ein bisschen weit hergeholt für diese Schöpfkellen hier, aber mein Gott, dann soll man es auch wenigstens in der gesamten Anleitung so durchziehen. Aber nein, hier wird von Tassen, Teelöffeln und Ölmessbechern oder Ölmesslöffeln gesprochen. Also diese Anleitung, die könnt ihr einfach wegwerfen. Probiert's einfach aus, seid ein wenig, wie soll ich sagen, erfinderisch, entdeckerisch, seid mutig, geht richtig ran an die Maschine. Ich bin Allmann. Ich habe es beim ersten Mal auch so gemacht, als ich in diese verkackte Anleitung geguckt habe. Dann habe ich mir, weiß ich nicht, eine halbe Stunde den Kopf darüber zerbrochen. Ah, ist das jetzt wirklich, ist damit die Tasse gemeint? Oder meinen die damit die Tasse? Oder meinen die vielleicht eine wirkliche Tasse? Ich empfehle euch, seid mutig, seid keine Allmanns. Bevor wir dieses Ding hier füllen, muss ich euch noch ein wenig die Theorie offenlegen, bevor wir in die Praxis springen, was ihr überhaupt dazu braucht. Ihr braucht handelsüblichen Zucker, sollte selbsterklärend sein, habt ihr alle zu Hause rumstehen. Dann braucht ihr Popcornkörner oder Popcornmais. Ist am Anfang so ein bisschen, hä, wo kriege ich denn den her? Muss ich extra in die Drogerie fahren? Nein, müsst ihr nicht. Das gibt's mittlerweile in fast jedem gut sortierten Rewe oder auch Edeka. Und jetzt kommt der Next Level Move, den ich auch erst erfahren habe im Zuge der Recherche für dieses Video. Man kann dafür generell alle pflanzlichen Öle verwenden. Ja? Also von hier Erdnussöl über Sonnenblumenöl bis zu hast du nicht gesehen Öl, funktioniert alles. Aber der Geheimtipp, ja, den ich herausgefunden habe, ist, dass man diese Art von Öl hier nimmt, nämlich Kokosöl, weil es den Next Level Flavor dem Popcorn hinzufügt. So, also das Gerät bedient man folgendermaßen. Das hier wird eigentlich zuerst eingehängt und dann schaltet man es an, dass es sich schon ein bisschen erhitzen kann. Weil ich das aber so schlecht befüllen kann, wenn es da drin hängt, befülle ich es jetzt mal außerhalb. Dann habt ihr auch mehr davon, weil ihr könnt sehen, wie ich es befülle. Einen guten Schöpfer von diesem Kokosnussöl. Diese Kelle ist natürlich nicht dafür geeignet, das hier so rauszuschaben. Scheiße, ey. Ich glaube, wir benutzen einen Löffel. 12 Sekunden später. Wir benutzen einen Löffel dafür, einen Stahllöffel und machen dieses schöne cremige Kokos-Ejakulat in diesen Kessel hinein. Ejakulat in den Kessel rein. Und ihr seht schon, ich habe den ersten Fehler gemacht. Ich habe mit dem Messbecher, mit der Tasse, die eigentlich für den Zucker gedacht ist,
wollte ich das Öl schöpfen und der ist hier sofort wieder, kommt hier sofort wieder alles ins Rotieren und der ganze Workflow hier ist komplett am Arsch. Als ich meine erste Ladung gemacht habe, da habe ich mir eine Tasse gegönnt und es war nicht so zuckrig, wie man es vielleicht erwarten würde. Und aus diesem Grund gönnen wir uns heute mal zwei gestrichene Tassen mit Zucker. Ich meine, das ist auch so ein bisschen eine Frage, eine philosophische Frage. Es gibt ja Leute, die lieben Popcorn, was so komplett karamellisiert ist. Also das schon so braun ist, dass da eigentlich mehr Zucker als Popcorn dran ist. Gibt auch Leute, die sagen, nee, ich habe noch gerne so ein bisschen diesen weichen, unknusprigen, soften Geschmack des Popcorns in meinem Mund. Und dann gibt es die komplett abgefuckten, die Popcorn mit Salz essen. Aber über die wollen wir hier nicht reden. Darin ist jetzt Zucker und Öl. Und das hängen wir jetzt einfach komplett stufenlos in dieses Gerät hinein. Der Gerät. Dann drücken wir hier auf an. Und wenn man ganz leise ist, dann hört man surren. Nee, schauen wir nochmal da rein. Ja, das braucht noch ein bisschen. Ich weiß, warum es noch braucht, weil es überhaupt nicht mit dem Strom verbunden ist. LOL. Elektrizität irgendwas macht, dann safety first. So, jetzt ist es auch verbunden. Wow. Aber der Zucker hat sich ganz gut, oh, das spritzt aber schon ganz gut, oh, mit dem Öl verbunden. Und nun kommt der Hauptpart dieser ganzen Magie. Wir machen nämlich die Popcornkörner hinein. Da heben wir das wieder ein bisschen an. Und jetzt Klappe zu und die Magie arbeitet jetzt für sich. Boah, das riecht aber auch nach ein bisschen verbranntem Zucker, muss ich zugeben. Oh, 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 oh. Also ihr müsst euch vorstellen, hier liegt ein Geruch in der Luft nach frischem Popcorn, wie man es ohne Scheiß aus Kinos kennt oder von der Kirmes, wo auch immer man seinen Popcorn eben isst. Ich muss sagen, dass ich den Zucker hier zu lange drin hatte. Der ist nämlich ein bisschen angebrannt. Scheiße. Ist immer noch süß, hat aber so eine leichte Rauchnote. Das ist im Endeffekt diese Maschine. Sie ist, wie ihr seht, kinderleicht zu bedienen. Der einzige Nachteil, den ich so ein bisschen sehe, aber ich meine, das kann man von einem 60, 70 Euro Produkt auch nicht erwarten. Es sieht rein optisch so auf den ersten Blick und auch auf Verkaufsbildern irgendwie super fancy aus, ne? Dieses rote Oldschool-Retro-Look-Gedöns, aber es ist super billig gemacht, ja? Also diese Plastikscheiben hier. Und auf der Rückseite sieht man schon, dass durch die heißen Popcornkörner, die teilweise mit dort rausfliegen, hier zum Beispiel, die noch ungepoppt sind, die gegen diese Scheiben fliegen, dass sie teilweise das Plastik schon so ein bisschen angeschmolzen haben. Also von so einer Qualität reden wir hier. Aber das Herzstück ist wie gesagt dieser Kessel und der funktioniert wunderbar. Und es ist wirklich eine coole Spielerei. Es gibt leckeres Popcorn, wenn man jetzt nicht gerade wie ich heute bei diesem Video den Zucker anbrennen lässt. Holy shit. Wenn ihr Naschkatzen seid, gerne mal Popcorn zu Hause essen wollt oder als Attraktion auf der nächsten Kindergeburtstagsparty oder auf der nächsten Studenten-WG-Party als Attraktion. Ich meine, für sowas ist man nie zu alt, ne? Popcorn geht auch immer, ne? Da kann man sich einfach unendlich viel reinstopfen und dann wird einfach nicht satt und es schmeckt einfach gut. So, das soll es jetzt gewesen sein von diesem Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und euch hat es ein wenig unterhalten. Wenn ihr Erfahrungen mit Popcornmaschinen gemacht habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten sehen und hören wir uns beim nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dann, auf Wiedersehen. Da ihr jetzt erfahren habt, wie man köstliches Popcorn macht, lohnt es sich natürlich noch ein weiteres Video anzuschauen, um dieses eben besagte Popcorn dabei zu verspeisen. Wie der Zufall es will, habe ich euch genau solche Videos
Hirngepackt.